wunderschönen Menschen und herzlich willkommen zurück aus der Werbung da bei der Chosen Love mit der Paar- und Sexualtherapeutin Danja Schieftan und mit dem Thema, wo wir heute so Liebessprichwörter auf den Grund gehen. Wir haben vor der Werbung gehabt, Schmücken, ich kann sie nicht riechen. Und dann haben wir noch Liebe auf den ersten Blick. So, jetzt genau. Ist mir wieder eingefallen. Aber wenn ihr erst jetzt einschaltet, schade. Aber ihr könnt das Ganze auf choice.ch/shows nachschauen. Es ist heute Abend hoffentlich dann oben für euch. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Sprichwort, das wir anschauen. Und das ist: Gegensätze ziehen sich an. Et voilà. Et voilà. Was hat es mit dem auf sich? Absolut wahr. Absolut wahr? Und total anstrengend. Also, das ist Kurzfassung. Oder weil, es ist natürlich schon so, oder uns fasziniert extrem, wenn jemand anders ist. Ja, oder weil, das stimmt. Ganz häufig haben wir einfach ein gewisses Repertoire, das wir haben und das wir können. Und dann treffen wir jemanden, der irgendwie zum Beispiel extrem extravertiert ist und auch gut schwätzen kann und auch gerne im Mittelpunkt ist und wie total gut sich präsentieren kann etc. Und dann finden wir das einfach. Wow, ja. Und der kann Witz machen und kann die Leute unterhalten und tralala. Da finde ich es unlässig, weil man genau all diese Eigenschaften genau. Nicht haben. Man wünscht sich, dass man die hat und darum. Dort ist der Punkt, genau. Ja. Das ist wie so eine Art wie so eine Ergänzung. Weil ganz früher hat es so eine Philosophie gegeben, dass wir eigentlich mal eine Kugel waren. Und dann kam irgendwann mal ein Blitz und dann sind wie zwei Kugelteile. Hast du schon mal gehört? Ich habe es Ähnliches gehört mit der so griechischen Mythologie. Genau. Dass Menschen eigentlich so zusammen geschweißt auf die Welt gekommen sind genau. Und sowieso eine Kugel drin hatten. Und dann ist aber der Zeus hat sich bedroht gefühlt von dieser Macht, die Menschen hat, und hat sie dann auseinandergeteilt. Und darum ist ja jetzt eigentlich unser Sinn vom Leben, unser Grund, warum wir da sind, genau. Auf dieser Weltkugel umeinander zu wandern, um die Person, die von uns getrennt wurde, zu finden. Genau, und wie quasi mit dem Puzzle. Ganz genau. Hey, du kannst es sogar besser sagen als ich. Wunderbar. Haben wir nicht einmal abgesprochen. Ja, hey, so ganz sind gut. Wir da. Und das ist eben wie noch Spannende, dass wir dann wie finden, wir brauchen eigentlich jemanden, der genau all das ergänzt, ja. Was wir nicht haben. Jetzt aber, der zweite Teil, wieso das so anstrengend aber, ja. Ist. Oder? Am Anfang finden wir das total faszinierend und finden wir das bewundernswert und lacht über jeden Witz, weil der kann ja auch gut Witz erzählen. Und mit der Zeit findet man einfach nur noch, oh Gott, du kannst über alles nur Witz machen, du kannst nichts ernst nehmen, du musst überall im Mittelpunkt stehen, etc. Also alles, was man zuerst so spannend anders gefunden hat, findet man relativ gleich nervig. Weil es ist irgendwie eben nicht, wie man selber funktioniert und man fühlt sich irgendwie nicht abgeholt in dem, was man selber ist. Und man kann es eben nicht mehr als Ergänzung wahrnehmen, sondern wie als Störung. Okay. Und dann wird es mit der Zeit immer anstrengender, weil man das Gefühl hat, man ist die ganze Zeit nur am sich aufreiben über die Gegensätze. Und dann ist es am Anfang häufig eine Beziehung, die wahnsinnig leidenschaftlich ist, eben weil sich so an dieser Verschiedenheit wie entzündet. Und mit der Zeit wird aber das eben wie lästig und wie anstrengend und auf Dauer, vor allem wenn dann eben die Verliebtheit, die wir vorher im ersten Teil geredet haben darüber, nicht mehr da ist, ist es eben wie vor allem nur noch das Nervige, das bleibt. Wir haben einen weiteren Kommentar, und zwar von der Amy, und sie sagt, nein, haha, meine Freundin und ich haben beide das gleiche Hobby und das ist geil. Ich kann gerade sagen, wie viel Gegensätzlichkeit vertreibt eine Beziehung genau. Und wie viele Ähnlichkeiten müssen drin sein? Was ist so die Formel? Also das wäre eigentlich genau die Überleitung ja. Zu gleich und gleich gesellt sich genau. Gern. Ja. Und ich denke, die Mehrheit läuft auf das raus, oder? Dass eben genau so Sachen wie ein Hobby zusammen haben und dass man, also man sieht, Paare funktionieren besser, je ähnlicher sie sind. Okay. Also natürlich, wie Geschwister, die darf man nicht sein. Also eine gewisse Verschiedenheit, wie ja. Zum Beispiel im Geruch ja. Muss es die sein. Die Unterscheidung, ja. Genau. Aber man muss sich auf eine gewisse Art vertraut sein. Also Leute, die ähnlich aufgewachsen sind, Leute, die beide Einzelkinder sind ja. Oder die beide Geschwister haben oder die beide reich aufgewachsen sind oder beide eher arm. Oder, also das muss nicht immer alles stimmen, aber ein Teil ist wie wichtig, dass man wie merkt, eben, man fühlt sich verstanden, man hat die gleiche Moralvorstellung, man hat die gleichen Werte, man hat an den gleichen Sachen Freude wie Hobbys. Ja. Dann ist zumindest wie auf lange Frist ist quasi eine höhere Garantie, dass der Alltag besser okay. Funktioniert, dass man wie länger verhebt. Das klingt ja. Total langweilig. Nein, aber ist es so? Ist es aber so? Es ist wie nicht, ja. weil eben im Alltag sind so Werte wichtig, wie funktioniert es, genau. Wie denkt man darüber, wie geht man Probleme her, wie ja. Löst man ja. Probleme etc. Darum
ein gewisse bisschen Verschiedenheit ist wie gut, aber ganz viel Ähnlichkeit ist wichtiger, okay, für Stabilität.